So, dann gucken wir mal, vielleicht können wir das Rätsel ja hier lösen. Ich habe nur eine bestimmte Zeit dafür, ne? Oder muss ich eine gewisse Reihenfolge machen? Ah ja, okay, ich muss eine gewisse Reihenfolge machen. Ah, ich darf nicht doppelt machen. Shit. Ich darf aber den Bereich auch nicht verlassen, ne? Einfügen Platte mit Zeichnung von einem Schädel. Heilige Scheiße. Okay. Gut, immerhin ist das aktiviert. Oh mein Gott. Ja, und hier wird dann wahrscheinlich der Gärtner rauskommen. Solange der Garten schläft, ruht er. Er öffnet die steinernen Augen und er erwacht. Ich glaube, es geht um den Gärtner. Da hast du recht. Captain Obvious hat gesprochen. Dankeschön. Nee. Ja, super. Dann hat sich das für heute auch schon wieder erledigt. Und wir gehen wieder zurück an der Oberfläche. Hallo, hallo. Zurück nach Bloomtown. Es wird wahrscheinlich wieder spät sein. Natürlich ist es wieder dunkel. Aber immerhin ist es Mittwoch. Das heißt, morgen sollte der Pfandleiher auch offen haben. Heißt das, es ist heiß? Heiß bedeutet immer, die Möglichkeit angeln zu gehen. Okay, ganz ehrlich, ich angel jetzt direkt am Morgen. Give me some new fish I don't have. Come on. Ah, vamos. Zack. Ich hab es. Shit. Ich hab keine Köder mehr. Ja, ja. Wo ist denn der Pfandleiher? Ist der hier? Ne, der war hier drüben, ne? Ne? Wo ist denn der Pfandleiher? Hier. Hello, my friend! Reden! Sag mal, hast du irgendwelche seltsamen quadratischen Steine mit Elementarsymbolen darauf gesehen? Ich glaube, so eine hatte ich mal. Vielleicht sind sie als Paar etwas wert. Ich kaufe dir einen für 70 Cent ab, ich fühle mich gerade spendabel. Nein, ganz im Gegenteil, wir würden gern, ihnen gern einen ähnlichen Stein abkaufen. Wenn du willst, gehört er dir. Für einen Dollar. Ein Dollar? Gerade eben haben sie noch gesagt, er sei 70 Cent wert. Er ist Händler, Emily. Was erwartest du denn? Ein fairen Deal. Erfolg. Sehr gut. Okay, okay. Ich verkaufe euch meinen für 70 Cent. Du hast mich überrumpelt. Ich habe schließlich einen guten Ruf zu verlieren. Wenn ihr euch für alle möglichen unbrauchbaren Gegenstände interessiert, solltet ihr mal im Kuriositätenladen vorbeischauen. Der ist immer... Ja, ich weiß, wo er ist. Danke für den Tipp. Tschüss. Habe ich den jetzt gekauft? Nee, habe ich nicht gekauft. Jetzt gekauft? Hä? Ich bin verwirrt. Hab ich den jetzt oder hab ich den nicht? Finde Johnny. Schlachtfelder um den Kinderfrieden. Schlacht um den Kinderfrieden. Gefährliche Gärtner. Steinsammlung. Kaufe einen Stein in der Pfandleihe. Nicht doof? Wir wollen den Stein. Achso. Macht dann 70 Cent. Abgemacht. Das war schwierig. So, ich glaube, hier muss ich warten, bis... Ach Gott, der hat ja nur an gewissen Tagen offen, ne? Nein, der hat heute nicht offen. Oh no! Oh my God! Oh no! Oh no! Wo ist denn das mit diesem Storchending?
habe ich irgendwo einen Storch mal gesehen in der Stadt? Also wenn einer... Wenn ein Storch irgendwo ist, dann hier. Würde ich behaupten. Ja, ganz kurz die Karte im Kopf durchgehen. Ich würde sagen, nein. Ich gehe mal zum Buchladen. Vielleicht hat der irgendwas... Storchiges. Reden. Ich bin auf der Suche... Ah! Hallo, ich bin auf der Suche nach Büchern über Vögel. Der alte Lovely hat sie alle bekommen. Er wollte Tauben halten oder so. Geh zu ihm. Vielleicht lässt er sich die lässt er dich die Bücher ausleihen. Mr. Lovely, wer war denn das? Mr. Lovely vorbei. Fuck, war das der Typ hier? Es ist übrigens heiß. Nur mal so. Ich müsste angeln. Fuck, wer war der Mr. Lovely? Mr. Lovely. Ach, war das nicht der Typ, wo wir arbeiten konnten? Boah, ich bin... Ich weiß gerade nicht, wer Mr. Lovely war. Nee, er ist es auf jeden Fall nicht. Ich würde behaupten, er ist Mr. Lovely. Kann das sein? Er lebe... Ja. Sehr gut. Mr. Lovely, ich habe da eine Frage über Vögel. Oh, du hast von meiner kleinen Leidenschaft erfahren. Ja, das interessiert mich sehr. Warum? Wann beginnen die Störche zu singen? Was meinst du damit? Soll das ein Witz sein? Ich meine das absolut ernst. Streng genommen singt der Storch nicht. Er klappert. Das bedeutet, dass die Antwort auf deine Frage niemals lautet. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst noch helfen kann. Okay. Das hat was bewirkt? Weltraumjazz. Miss Stork ist ein Spitzname für die Sängerin eines Jazzclubs. Ich frage mich, wann sie. Ich frage, wann sie auftritt und das war's. Ach, wann hat denn der Jazzclub offen? Das waren nur eine 2 Stunden am Tag. Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Uhr Nachmittag bis 7 Uhr abends. Och, fuck, Alter. Ja, gut, ich kann nichts machen. Dann gucken wir mal ganz kurz bei Ruth vorbei, ob wir da vielleicht noch weiterkommt der Reihe. Nee, kommen wir noch nicht weiter. Tschüss, Ruth, tschüss. Komm mal wieder, ja. Fuck you. Tja, dann gehen wir mal in unsere... Ach, scheiße, ich... Halt, Sammlung. Wo ist denn hier der Fisch? Frühaufsteher. Schlechter Wetter. Hier. Der Graskarpfen fällt durch seinen schimmernden, kristallartigen Schuppen auf und bevorzugt die wohlige Wärme gemäßigter Gewässer. Morgennebel? Hier, den suche ich. In seinen feurigen Schuppen, die Licht und sogar Hitze ausstrahlen können, soll der flammende Schnapper nur in brütender Hitze zu finden sein. Seine Existenz ist noch ein ungeklärtes Rätsel. Ja, es beantwortet leider auch nicht die Frage, wo ich die finde. Es beantwortet nur die Frage, wann sie auftreten, aber nicht wo. Bruder, gib mir bitte hier 20... 20 Dinger. Ein Schnapper. Ich würde die ja fast hier sammeln. Wie gesagt, die Frage ist, ob ich irgendwie erkenne, anhand der Schatten, was das für Fische sind. Ich kann ja nicht einfach... Es muss ja einen Sinn haben. Ja, oben komme ich auch gar nicht hin. So, das war wahrscheinlich wieder so ein Kack-Barsch.
keine Ahnung, wann ich wo irgendwelche Fische finde, ne? Weil die Schatten sehen alle gleich aus. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich habe es trotzdem gefangen. Ein Zander. Das ist nicht der Fisch, den ich suche. Wunderbar. Dankeschön, ein Graskarpfen. Sehr schön, das ist er. Saibling. Außergewöhnlicher Geschmack. Der schnell fließenden Bächen vorkommt. Also der einzige Bach, den ich sehe, ist der hier. Aber gab es hier nicht? Hier muss es eine Angelstelle geben. Kann sein, dass ich einfach nur zu blöd bin, die nochmal zu finden. Gut, hier ist auf jeden Fall nicht. Mal davon abgesehen, ist das auch kein schnell fließender Bach, sondern das ist einfach nur ein kleiner Fluss. Mann, ich bleib so oft an diesem beschissenen Loch hängen. Warum kann ich hier nicht angeln? Also das lädt ja nun förmlich zum Angeln ein. Das ist... It is me a Rätsel. It is me a absolute Rätsel, ne? Aber hier sind keine Fischer. Hier ist sogar ein Eimer. Ich kann ja trotzdem nicht angeln. Boah, gab es irgendwo im Untergrund noch eine Angelspot? Aber ich komme ja da nicht mehr hin. Hier sind wir auch komplett durch, ne? Hier gibt es nichts mehr. Lasst uns den Wald gemeinsam sauber halten. Siehst du eine Plastiktüte? Töte durchgestrichen. Achso, ja, okay, das haben wir schon mal gelesen. Also ich meine, ich bin schon mal froh, dass ich... ...dass ich den einen Fisch gefangen habe, den ich mir vorgenommen hatte. Ja, und wie gesagt, das hier wundert mich auch immer noch, dass ich an diesem Ding hier nicht... angeln kann. Ja gut, okay, das ist jetzt auch kein Bach. Schnell fließend war schon überhaupt nicht. Schnappwasserleitung, ey. Schnell fließender Bach. Wo könnte ein schnell fließender Bach sein? Ich komme hier auch nicht mehr rein, ne? In die Unterwelt? Nee. Hier hat jemand definitiv eine Menge Zeit... hier hat jemand. Nicht mir. Er hat seinen Feuerwerkskörper. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Fisch, den ich wollte. Das ist schon mal... Fantas-Fisch. muss erst mal reichen. Dann werden wir mal ein bisschen was sammeln... was herstellen. Bananenchips. Brauche ich Bananen? Das ist übrigens auch eine Quest, dass man alles ein einziges Mal gekocht hat. Gedünstete Dämmerungsrochen. Gedünsteter. So, gut, jetzt mal alles einkaufen, ne? Spiegelei, Lollipop, Happies. Zucker, ich hab doch. Nee, ich hab Lakritze gefunden. Orange Juice, Gemüse-Eintopf, 70% HPs. Die können wir mal ruhig machen. Ernsthaft? Ein Gemüse-Eintopf dauert 2,5 Stunden? Alter, leck mich am Arsch. Die Errungenschaft könnt ihr euch klemmen. Die mache ich am Leben nicht. Vielleicht wäre ich immer
viel Langeweile habe, aber... Ansonsten? Nö. Gut, dann lesen wir erstmal weiter. Wir haben jetzt Zeit. Wir müssen eh nur noch pennen gehen. Also nur noch. Wir müssen eh pennen und dann... Schade. Ist hier was, was nicht ganz so fett ist? Mann, Alter. Sind ja die ganzen Bücher so groß? Ach so. Lang. Nee, das will ich nicht. So, komm. Und wir gehen. Schlafen. Nächsten Tag Kuriositäten laden. Und. Das andere, was ich vergesse. Achso, Jazzclub. So, es regnet. Ach, wann macht denn der Kuriositätenladen auf? Um 11 oder so, ne? Nicht im Regen sitzen. 5 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends. Der Jazzclub macht um 4 auf, oder? Ja. Okay, gut, dann machen wir bis 4 Uhr nachmittags, sitzen wir im Regen und lesen. So, erstes Buch fertig. Ja, ich werde wieder keinen Mumm kriegen. Flirtregeln für Anfänger. So, perfekt. 4.01 PM. 4.02 Uhr hat mich das Buch angelogen. Wir entern den Jazzclub. Warum komme ich nicht rein? Warum kann ich keinen Freund mitbringen? Es gibt ein Mindestalter. Ich sag's dir, wa? Warum? Verkauft ihr etwa Alkohol? Das geht dich nichts an. Und ihr habt doch sicher eine Schanklizenz, nicht wahr? Da habe ich mir gerade gedacht, ich könnte meinem Vater einen Tipp geben. Er ist Polizist, weißt du? Wer wäre damit? Du kannst so viel rumlaufen, wie du willst, aber nur du und deine Freundin. Der kann dir Drinks an der Bar. Denk nicht mal an den Frauen daran. Siehst du, manchmal gibt es einen Weg, alle glücklich zu machen. Boah. Andere Leute mit Frank erpressen? Schäm dich. Ich muss los, tschüss. Irgendwas ist hier definitiv im Gange. Was du nicht sagst, also was ist es? Das wirst du nur verstehen, wenn du erwachsen bist. Ich hab vergessen, was muss ich hier machen? Ankunft. Miss Stork. Spitzname für eine Sängerin. Hallo. Ich will nichts kaufen. Ich will Miss Stork. Storkriesen will ich finden. What? What the fuck? Wo ist Miss Stork? Doch ein Kind. Hör mal. Dies ist ein Lokal für Erwachsene. Kinder haben keinen Zutritt. Nein, ich bin nur der Freund von einem anderen Mädchen. Wagt nicht, einen Kinderspielplatz zu verwandeln. Na gut. Ich wiederhole kein Alkohol, nur Softdrinks. Ah, hallo, wann beginnt das Konzert von Miss Stork? Zu spät für dich, um 8 Uhr abends. Ein Eintritt? Eintritt ist aber 16. Ihr könnt weiterziehen. Ach, ist aber schade. Was denkst du? Ist es das, wonach wir suchen? Es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr. Es geht mir nur... Geht es mir nur so oder wissen die Außerirdischen ziemlich viel über Bloomtown? Ruth, bitte komm. Wir haben das Rätsel gelöst. Das Treffen findet um 8 Uhr abends am alten Bahnhof statt. Muss ich die Gleise treffen? Was? Wir werden da sein. Also hab keine Angst und komm vorbei. Over and out. Hä? Wie ist denn jetzt darauf gekommen? Okay. Kurios. Gut, dann gehen wir erstmal hier wieder hin. Was? Blockiert. Warum? Blockiert? Warum denn? Oh nein, ich muss jetzt zum Dings erst reisen. Hör auf. Was? Hier ist das Treffen. Muss ich jetzt durch die ganze Stadt laufen? Ich kann nicht mehr die Karten wechseln?
Ich will doch nur die Steinplatte. Please. I want the stone plate. Ach, das geht, okay. Wer sind Sie? Oh, hallo, Ramonas freche Freundin. Neue Freundin. Mir hat die Platte gefallen. Es war eine tolle Ergänzung meiner Sammlung. Ich hätte nie gedacht, dass du es dir leisten kannst, eine Sammlung von irgendwas zu haben. Du hast dich nur in der Nachbarschaft herumgetrieben, oder? Hey, ich habe eine Menge Geschäftstermine. Gut, du kennst Sam schon, oder? Den Lumpensammler aus dem Wald. Ja, nur, dass er jetzt umgezogen ist. In den Kuriositätenladen der Nachbarschaft. Was? Was hast du gesagt? Er ist hier? Schrei nicht so, er ist praktisch gleich nebenan. Und er ist wegen dir hier? Irgendwie schon, ja. Kann ich dir nur jemals danken? Ich habe eine Idee. Was ist mit deiner Seele? Soll ich dir die Quittung geben? Ja. Ich weiß, dass wir in einer materiellen Welt leben und dass das nichts zu bedeuten hat. Genau, ist nur ein harmloser Scherz. Die Gelegenheit, Sam zu sehen, ist es jedenfalls wert. Phoebes Seelentransfervereinbarung. Stand das da? Ich glaube ja, ne? Danke nochmal. Aha. Okay. Crazy. Hier waren wir auch noch gar nicht drin, ne? Oh, weil wir hier nicht reinkommen. Ist das das Haus vom Nikolaus? Nee, ich meine vom Mr. Willis? So, hier kann ich auch gar nicht. Nein, hier kann ich gar nichts machen. Ja, hier ist vorbei. Na gut. Minigolf kann ich auch nicht spielen, ne? Schade. Wäre interessant gewesen. Ja, Tennis spielen, das müsste eigentlich gehen. Ich weiß bloß nicht, wie ich hier reinkomme. Nee, ich kann nicht Tennis spielen. Warum auch? Keinen Sinn. Na gut. Dann müssen wir noch 15 Minuten warten. Ich warte 16 Minuten, weil dann geht die Tür auf. Hallo? Kaufen? Ah! So, Müll. Also nicht Müll, ne? Verkaufen. Verkaufen. Schnippische Jugend. Achso, ja. Da haben wir ja die bessere Sache jetzt. Kürbisbrise. Wo kommt die her? Ah ja, das ist die. Die können wir auch verkaufen. Kürbisbrise verkaufen. Wir haben sehr viel Geld. Und der verkauft nur Mist und Köder. Alter Reiseprospekt. Was, der ist umsonst? Alter Bücherprospekt. Aha, okay. Ach, ich bin doof, bin ich. Ich bin ja bei Verkaufen. Ja, okay. Also die Dinger sind halt gar nichts wert. So. Hallo, welche Mysterien führen dich heute in meine bescheidenen Laden? Ich wollte nach den Steinen, nach Steinen mit Symbolen fragen. So was wie den hier. Oh, was für ein schönes Stück. Ich kenne jemanden in Liverpool, der dafür ein stattliches Sümmchen zahlen würde. Ich kaufe es dir für 5 Dollar ab. Wie klingt das? 5? Ja klar. Ich meine, nein, die stehen nicht zum Verkauf. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Sagen Sie mal, haben Sie noch mehr davon denen? Ich habe ein paar, aber nicht den kompletten Satz. Ich brauche wirklich alle ähnlichen Steine, die sie haben. Uff. Okay, wenn ich... Was? Ich stelle sie gleich aus? Was? Vielleicht wissen sie auch, wo wir die anderen finden können. Ich habe schon lange versucht, Miss Pillow, Miss Crow dazu zu bringen, mit ihren, ihren Stein zu verkaufen. Wozu brauchen diese alten Schabracken ihn? Das ist ein Werkzeug für einen, für den gut praktizierenden Mystiker. Der Bürgermeister... Oh nein, hat auch einen. Er benutzt ihn als Briefbeschwerer und er will ihn nicht verkaufen. Habe ich den jetzt gekauft? Oh. Okay. Oh, Zündung. Kaufen. Ich muss niesen. Nicht gut.